Auch man entnimmt aus diesem Ereignis, wie die Sahaba radiallahu anhum den Propheten Muhammad sozusagen gehorcht haben in das, was der Prophet ihnen gesagt hat. So, sie haben erstens sozusagen sehr viel einstecken müssen, wurden gefoltert von Quraysh und haben sich geduldig verhalten, weil ihm wurde nicht erlaubt, Hijra zu machen. Das heißt, sie befolgen die Religion. Sie befolgen die Religion. Da, wo sie geduldig sein sollten und standhaftig sein sollten, haben sie Standhaftigkeit gezeigt. Keiner hat Hijra gemacht ohne Erlaubnis. Keiner hat gesagt, okay, mir reicht es, ich gehe jetzt woanders hin. Sondern nur als der Prophet Muhammad gesagt hat, geht dahin, dann sind die erste Hijra, haben wir schon mal gehabt, die Hijra nach Habascha, nach Äthiopien, hat der Prophet Muhammad gesagt, geht dahin. Die zweite Hijra nach Medina, hat gesagt, geht dahin und hat das im Traum gesehen. Das heißt, der ist nicht irgendeinen anderen Ort gegangen, sondern Allah hat ihn dieses Ort sehen lassen und hat den Sahaba gesagt, wo sie hingehen. Das heißt, sie gehorchen dem Propheten Muhammad in alles. Wenn wir das machen, dann werden wir ein glückliches Leben führen. Wenn wir dem Propheten Muhammad in alles gehorchen und Vertrauen haben und da, wo Standhaftigkeit von uns verlangt ist, sollten wir standhaftig sein. Und da, wo wir was machen sollten, sollten wir handeln. Weil der Prophet Muhammad befiehlt uns nur das, was für uns richtig ist und gut ist. Dann entnimmt man auch daraus die Vorzüge von Abu Bakr, das Allah in dem Koran erwähnt hat. Bei diesem Ereignis, wo alle Sahaba radiallahu anhu, alle anderen sagen, die Hijra vollzogen haben und der Abu Bakr ist geblieben mit dem Propheten Muhammad. Er hatte die Ehre, die Begleitung vom Propheten Muhammad in Hijra zu haben. Das hat noch nicht mal Umar als Ehre gehabt. Das heißt, Abu Bakr radiallahu anhu ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem von den Sahaben. Und hier sollte man wachsam sein von den Shubuhat und von den Scheinargumenten, die die Schia und Rafida bringen. Sie versuchen, Abu Bakr schlecht darzustellen. Sie versuchen, Umar schlecht darzustellen. Sie versuchen, Uthman schlecht darzustellen. Sie versuchen, Aisha und auch die anderen Sahaba alle schlecht darzustellen. Und sie versuchen darzustellen, dass Abu Bakr und Umar und Uthman und alle Sahaba Ali Unrecht getan haben. Ali radiallahu anhu, der hat die Strafe angeordnet für jemanden, der bevorzugt Ali über Abu Bakr und Umar. Ali radiallahu anhu hat die Strafe angeordnet. Das heißt, es gibt nicht die Aussage von irgendeiner Sahaba, dass jemand zu bevorziehen ist, mehr als Abu Bakr und Umar. Gibt es nicht als Aussage von Sahaba. Weder von Ali radiallahu anhu, dem sie sagen, der wurde unrecht getan, von denen, noch sonstige von den Sahaben. Das ist ein Ijma', ein Konsens. Sie sind sich einig über den Wert von Abu Bakr und Umar. Und sie sind sich einig, dass Abu Bakr der Beste ist nach dem Propheten Muhammad. Und dieses Ereignis ist ein Beispiel dafür, dass Allah ihn bevorzugt hat mit Sachen, was andere Sahaba nicht hatten. Dann, auch was wir entnehmen können von diesem Ereignis, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit jemandem ist, dass er gar keine Angst braucht und gar keine Kummer braucht. Weil er ein Nahestehender von Allah ist. Und das ist sozusagen ein Fakt, was der Prophet Muhammad erinnert hat. Der hat Abu Bakr da an diesen Fakt erinnert. Mach dir keine Sorge, Allah ist mit uns. Und das sollte man sich sagen, wenn man weiß von sich, dass er gottesfürchtig ist und dass er Allah zum Teil folgt. Aber Vorsicht! Nicht jeder sagt von sich, ich bin ein Wali und Allah ist mit mir.
und kommt in die Strafe nach der anderen und ist er distanziert von Religion und macht die Sünde nach der anderen und sagt, Allah ist mit mir. Nein. Manche denken, wenn Allah ihnen Guthaben oder Geld gibt oder Reichtum gibt, sagt er, Allah ist mit mir. Guck, was Allah mir gegeben hat. Nicht da solltest du gucken. Du sollst auf dein Herz gucken. Wenn dein Herz gottesfürchtig ist, Allah fürchtet, Allah liebt, Allahs Befehle nicht missachtet, dann ist dieses Herz sauber. Aber die größte Bestrafung, was Gelehrte sagen, ist nicht, dass dir etwas zustößt. Die größte Bestrafung ist, dass dein Herz nicht mehr fühlt. Dass du die Sünde nach der anderen tust und dein Herz dabei nichts fühlt. Der gewöhnt sich dran. Manche sind gewohnt, Musik zu hören. Manche sind gewohnt, auf Frauen zu schauen. Der sagt, mein Herz ist sauber. Dass du einfach nur schaust, das bedeutet, dass dein Herz tot ist. Dass du denkst, ich schaue auf die Frauen und sozusagen, mir kommt keine Fitna oder so weiter. Du machst etwas Verbotenes. Dass du dich daran gewöhnst, etwas Verbotenes zu machen, das ist sozusagen ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich in deinem Herzen schon bestraft hat. Deswegen, wer ein lebendiges Herz hat, der schaut weg, wenn er sozusagen aus Versehen blickt. Und der tut sozusagen, der wird gestört, wenn er Musik hört. Der fühlt eine Störung. Und der traut sich nicht, die Sünde sich zu nähern. Und der wird lieber warten, als irgendwas mit Zinsen zu kaufen. Warum? Weil das ist das lebendige Herz. Und mit diesen Herzen, wer diese Gottesfurcht hat, der ist ein Nahestehender zu Allah subhanahu wa ta'ala, wo er dann weiß, wenn ihm was zustößt, wenn er Kummer hat, dass er gar keine Trauer braucht und gar keine Angst braucht, denn Allah ist mit ihm. Und so ist Allah subhanahu wa ta'ala mit Allahs Nahestehenden. Dann sollten wir auch eine Sache entnehmen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu Mittel gegriffen mit dem Vertrauen an Allah subhanahu wa ta'ala. Der sagt zu Abu Bakr, was denkst du über zwei, wo Allah der dritte von ihnen ist? Dass du auf Allah Vertrauen haben sollst. Aber gleichzeitig hat er alle Mittel gegriffen. Der hat einen ganzen, sozusagen, guten Plan gemacht, wo die Qurayshiten ihn nicht fangen konnten. Und deswegen sollten wir das auch machen. Wenn du irgendwas erreichen willst, greif zu den Mitteln. Arbeit, such nach Arbeit. Heirat, such nach rechtschaffene Frau zu heiraten. Irgendeine Angelegenheit. Lass nicht warten, bis das irgendwie so auf irgendeine Weise gelöst wird, sondern greif zu den Mitteln. Aber wenn du zu Mitteln greifst, greif zu den erlaubten Mitteln. Greif nicht zu einem verbotenen Mittel. Und sozusagen, was die wirkliche Unterstützung angeht, ist nicht die Unterstützung, dass du Geld hast, dass du Reichtum hast. Die richtige Unterstützung ist, wenn du die Sache von Allah, also Allahs Angelegenheit, erreicht. Da ist die Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber den Gläubigen. Deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in la tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allah hat ihn unterstützt. Aber das war jetzt kein Krieg. Das war keine sozusagen Überwältigung oder. Es war die Hijra, die Allah subhanahu wa ta'ala, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dabei unterstützt hat. Deswegen, jeder kann sich glücklich schätzen, der unterstützt wurde von Allah subhanahu wa ta'ala in irgendeiner Gehorsamkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala. Da sollte man Allah danken. Für jede Unterstützung. Dass du betest, Alhamdulillah, das ist eine Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala. Unterstützung ist nicht nur, dass du eine Arbeit findest, eine Frau findest, Essen findest und so weiter. Sonst würde man denken, Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt auch die Kuffar. Aber das ist die Versorgung. Und diese Versorgung teilt sich in zwei.
entweder Ni'ma oder Niqma. Ni'ma, also eine Gunst von Allah, wenn Allah dir die Bescherung gibt und du nutzt das in Gehorsamkeit von Allah. Und eine Niqma, das bedeutet, das ist eine Bestrafung für dich, wenn du von Allah was bekommst und du nutzt das für die Sünden, dann vermehren sich deine Strafen. Dann ist das in Wirklichkeit keine Gunst, die Allah dir gegeben hat, sondern das ist eine noch mehr Bestrafung, die dich erwartet. Deswegen die wirkliche Unterstützung, wo man sagt, Allah hat mich unterstützt, ist, wenn du auf seinem Wege bist, wenn du den geraden Weg gehst, wenn du, Alhamdulillah, mit Ikhlas und mit Khushu' betest, wenn du sozusagen gute Taten machst. Das ist eine Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Letzte, was ich sage zu der Hijra. Hijra ist nicht nur Auswanderung mit Körper, sondern die wirkliche Hijra ist, das Hijra bedeutet verlassen, dass man die Sünde verlässt. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Al-Muhajir, der Auswanderer, ist derjenige, der die Sünden verlässt. Deswegen, jeder von uns muss mindestens in diese Angelegenheit ein Muhajir sein. Dass er sich von den Sünden trennt und die verlässt. Wenn Allah dabei unterstützt, der hat einen gewaltigen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala und hat eine Betitlung von Muhajir, wie der Prophet Muhammad bezeichnet hat. Und deswegen sollten wir an diesen beiden Hijra arbeiten und das als Ziel nehmen. Die Hijra, dass man die Land von den Kuffar verlässt zu einem Land der Gläubigen. Das bleibt bis Yawm al-Qiyamah als Regel, dass man verpflichtet dazu ist. Und die zweite Hijra, die egal wo du bist, selbst wenn du im Land der Muslime bist, solltest du die Sünden verlassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Hijra vollziehen lassen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.